Hi Leute, heute ist ein schöner Tag, weil ich kann mir Fische kaufen für meinen Teich. Auf den Tag warte ich eigentlich seit Jahren, kann man sagen. War immer ein Ziel von mir, halt einen schönen Koi-Teich zu haben. Wir sind in Oberhausen bei der O-Fisch GmbH und der Dirk, der wird uns gleich ein paar Fische zeigen. Er sagt, er will selber nicht so gerne mit auf die Kamera, aber ich werde euch dann ein bisschen was dazu erklären, werde ihn mal fragen, ich erkläre es wieder, kriegen wir bestimmt gut hin und ich hoffe, es wird für euch ein informatives Video. Später werden wir dann noch bei mir am Teich die Fische einsetzen. Gucken wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Viel Spaß dabei. One take. Guck, ich werde immer besser. Wie ihr seht, hier ist reichlich Auswahl. Sehr, sehr schöne Fische. Wir haben gerade schon ein bisschen was gesehen. Sind hier, glaube ich, drei Gewächshäuser, wo wir mal so ein bisschen durchgehen und einfach mal gucken. Wie ich schon mal erwähnt habe in dem vorigen Video, das findet ihr dann übrigens da, ne? Bin ich ja nicht der Koi-Experte. Also ich kann so ein paar Namen von Farbkombinationen oder auch Haut, es gibt ja welche, die haben eher eine Haut, es gibt welche mit Schuppen, so ein paar Namen kenne ich, aber lange nicht alle und ja, da bin ich auch einfach nicht der Experte für. Deswegen werde ich gleich einfach mal dem Dirk sagen, was ich mir so farblich vorstelle und ich hoffe, dass er mir einfach ein paar schöne Fische zeigen kann. Ich denke, die Preisrange ist auch relativ hoch hier teilweise. Da muss ich auch ein bisschen gucken. Ich bin kein Millionär, ich kann jetzt hier nicht mal eben für 100.000 Euro einkaufen gehen, was wahrscheinlich auch echt kein Problem wäre. Ich muss ja auch ein bisschen gucken, dass es meiner Frau und meinem Sohn gefällt. Also die Wünsche waren da, dass es einen Gold-Permut-farbenen gibt. Also irgendwie ein kräftiges Goldgelb wäre ganz schön, fände ich toll. Dann müssen wir gleich an dem Ausströmer, also innen vom Ausströmer bleiben. Ja. Nach hinten in die Ecke reinstoßen und dann fällt die Stange langsam ab. Ja, okay. Alles klar. Achso, ja klar, logisch. Jetzt machen wir den das Leben schwer. Okay. Jetzt an der Wand parallel so hochziehen. Ja, hochziehen. Unten zusammen oder was? Ja, das ist schon zusammen. Also. Jetzt guck mal, was dir gefällt. Nimm einfach raus mit dem Fischer. Ja. Hier, mit dem. Dem. Okay. Ach, guck mal, die sind schon beide sehr schön, finde ich. Aber da wirst du mir ja gleich was zu sagen können, ne? Ja. Und? Geht das? Setz mal einfach rein. Ohne dass die raushüpfen. Der ist schön, ja. Genau. Und der sieht auch klasse aus. Sehr viele schöne Beine. Ja. Wir sind auch richtig froh, deshalb haben wir gesagt, dass das Verstecken das ganz gut ist. Es gibt doch diese braunen, ne? Die Oshiba, die anderen Fische so ein bisschen, weil die so zart. Nee, das sind Karashi. Karashi, okay. Aber die werden richtig groß, ne? Mhm. Aber richtig groß ist richtig groß. Ist das denn ein Problem, wenn die jetzt, sagen wir mal, jetzt über den Winter oder so nur zu dritt sind? Macht das denen? Nö, ne? Wir gucken gleich mal. Ja, okay. Sind ja auch sehr schön hier, ne? Mit dem Blau-Grau. Ja, der? Ne, jetzt ist er weg. Ne, ich meinte diese blau-gräulichen, da waren sehr schön dabei. Das ist total irre, ne? Wenn man hier so guckt, dann man sieht irgendeinen, dann ist er schon wieder weg. Das ist auch schön. Das wird mir sogar besser als der, glaube ich. Na, komm her. Können wir gleich mal gucken. Das ist ein bisschen kräftigere Farbe. Also ist ja, also Detlef hat mir mal gesagt, wenn die schwarzen Schuppen noch nicht so ausgeprägt sind, das Schwarz kann noch kommen. Ne? Ist das beim Rot auch so oder ist das da das eher Rot nicht muss so? Jetzt so sein wie bei denen. Also ja. Das ist was Gutes. Das ist der kleine da vorne ist was Schlechtes. Das heißt, wenn wir jetzt den hier zum Beispiel nehmen, das wäre nicht so gut hier, ne? Okay. Ist besser. Alles deshalb klar. Habe ich den anderen da reingesetzt. Ja, okay. Ist der was hier? Ist der schön? Ja. Und den fand ich schön hier. Den hatte ich eben gesucht. Der ist zwar noch was kleiner. Ist der was? Oder? Der ist okay. Ja?
Eher nach der Form oder? Körperbau. Körperbau, ja. Ja, und natürlich Farbverteilung. Also den brauchst du nicht. Nee. Weil der ist nicht der sauber. Der ist nicht sauber, okay. Aber das ist meine, der da hinten. Der da, ne? Ja. Das ist der, den du ausgesucht hattest. Ja. Der gerade im Gesicht war. Okay, ja, der ist auch. Das sehr schön. Und jetzt geht nämlich die Problematik los, dass ich nur 5 haben will. Der ist umgekehrt. Und ich könnte die eigentlich alle schon wieder mitnehmen. Diese gelben oder gelb-weißen gibt es ja auch ohne die, diese Schuppen oben drauf hier. Ja, ne? Aber dann sind die halt so wie der hier. Das ist das gleiche mit Schuppen. Okay, aber die gibt es auch in gelb, ne? Oder in Gold, ja, ja. Gold-weiß. Ja, ja. Okay. Also er hat ja nur oben drauf die Schuppenlinie. Ja, ja, genau. Der Rest ist ja dann Haut, ne? Ja. Keine Schuppe. Ja, okay. So, also. Mein völliges Unwissen hier präsentieren. Der Kusaku ist besser wie der Kusaku. Ja. Weil der eine bessere Farbverteilung hat. Mehr Schwarz, ne? Ja, der hat 3 rote Flecken überall verteilt. Ah, okay. Der hat in der Mitte nichts. Ja. Der Kusaku ist besser wie der andere, weil der hat eine sehr schöne saubere Abgrenzung. Ja. Aber du hattest den da, ne, Finn? Den orangenen, ne? Das ist auch Haribake. Das ist was anderes, ja? Das ist was anderes. Ich hab 2 Fische. Das ist ein metallischer Kohaku. Ja. Okay. Das ist, finde ich, aber tatsächlich fast auch schöner. Ja. Das? Und das ist der schönere von beiden hier? Ja, ne? Ja. Ja. Ja, das sind ein Sanke und 2 Schober. Ja. Und 3 Spitze. So ist das der bessere. Gucken wir mal, wir suchen ja einen bestimmten jetzt. Wir schauen jetzt einfach mal durch. Welchen? Der heißt Asagi, heißt er. Da gucken wir jetzt mal, was wir da finden. Ja, das hier sind Asagis, die finde ich sehr, sehr schön. Der Dirk hat mir gerade erklärt, dass der Rotanteil, also das sind Fische, die haben oben drauf diese grauen Schuppen. Und dann werden die unten, der Bauch, der wird rot. Und das kommt bei denen aber erst später. Ja, das heißt, man sieht das jetzt hier bei denen noch gar nicht so. Ne? So ein bisschen rot ist schon drin, bei dem ist schon ein bisschen mehr drin hier, ne? Aber das kommt auf jeden Fall noch. Das ist jetzt ein bisschen schwer vorzustellen, aber der Dirk hat ja das Auge dafür. Ja, es werden auf jeden Fall sehr, sehr schöne Fische und sowas wollte ich auf jeden Fall auch einen von haben. Also das ist hier der, den du ausgesucht hattest, ne? Und ich finde den, also findest du auch gut, ne? Der ist gut. Ja. Der ist auch sehr sauber von der Zeichnung. Ja, denke ich auch. Also den nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? So, was ist das für eine? Haribake. Haribake. Merken. Okay. So, und für die Mama nehmen wir den mit, ne? Ja. Da freut die sich. Dann Deutz Yellow Haribake. Deutz Yellow Haribake. Okay, alles klar. Dann würde ich lieber den hier mitnehmen. Das war der, ne? Ja. Und dann überlege ich. Ja, komm. Ein sehr schönes gewürztes Ding drin. Das sieht so aus, als wenn das nach hinten glatt gezogen wäre. Ja, ne? Also der ist schon gut. Okay, cool. Auto war die ganze Zeit offen? Nee, das habe ich eben aufgemacht. So. Ab dafür. Also wir sind jetzt eine Stunde gefahren ungefähr und das Wetter ist ganz anders. Ja? Also in Oberhausen alles kalt und diesig und ja, wir sind wieder in Solingen und wir haben allerfeinstes Wetter. Schön für die Fische. Wir werden die jetzt einsetzen, ein bisschen an die Temperatur gewöhnen, wobei ich glaube, das kommt fast hin. Hier ist noch ein bisschen wärmeres Wasser drin als bei mir im Teich. Vielleicht seht ihr das auch, der Teich ist schon wieder um einiges klarer geworden. Also man sieht es ganz gut da vorne an der Stufe. Ja, UV-Lampe funktioniert. Dauert halt einfach seine Zeit, bis das dann alles so richtig klar ist. Aber ich sag so 50 cm kann man schon fast gucken, ne? Hier vorne der Ausströmer. Ne? Wir haben auch gerade extra nochmal mit dem Dirk gesprochen. Man sieht das immer in diversen Koi-Videos, dass die Fische gar nicht großartig eingewöhnt werden, weil die werden einfach umgesetzt. Ich denke, das liegt zum Teil auch daran, dass die relativ wenig Wasser haben. Gerade bei größeren Koi ist halt ja, der Anteil Luft viel größer in der Tüte. Und ich denke, das liegt ein bisschen daran mit. Aber der Dirk sagte gerade auch nochmal, dass die Fische an sich bis auf die Temperatur relativ unempfindlich sind. Deswegen werden wir das jetzt gleich auch machen. Ich gebe den jetzt einmal oder zweimal einen Schluck Wasser mit rein. Einfach nur zur Vorsicht. Genau.
Falls ihr euch jetzt fragen solltet, was diese Fische gekostet haben, da werde ich nicht drüber reden. Fakt ist, das sind Japan-Koi und die sind preislich ein bisschen höher anzusiedeln als Euro-Koi oder welche aus Israel. Es liegt halt einfach daran auch, dass diese Züchter in Japan unheimlich viel selektieren. Ne? Also die Blutlinien werden da rausgearbeitet über Generationen und es hat natürlich dann auch einen gewissen Preis. Die Strecke, die die Koi dann zurücklegen, tut natürlich ihr Übriges dabei. Aber das verkraften Koi wirklich sehr, sehr gut. Ne? Also dieses Fliegen und durch die Gegend geschippert werden, das ist für den Koi an sich kein Problem. Scheint auch generell in der Koi-Szene so zu sein, dass man eigentlich über solche Sachen nicht wirklich redet. Fakt ist, das sind keine Tausende von Euros hier. Ich habe mich aber jetzt auch ganz bewusst für kleinere Fische entschieden. Wir haben jetzt Ende Sommer, Anfang Herbst und die Preise für Fische scheinen dann höher zu sein. Ist ja auch klar, die wurden die ganze Saison über durchgefüttert. Das kostet natürlich viel Geld, dann sind die Preise ein bisschen höher. Und deswegen habe ich mich für kleinere entschieden. Jetzt haben wir hier nur das Problem, wenn ich morgens mit dem Hund aufs Feld gehe, dann sitzen da so 6 Reiher und jagen irgendwelche Frösche und die wollen natürlich wahrscheinlich auch an meine schönen Fische dran. Deswegen werde ich erstmal ein Netz drüber machen. So gibt es so Teichnetze, habe ich noch schwarzes, das sieht zwar nicht schön aus, aber ich werde es erstmal drüber machen und dann werde ich gucken, dass ich die über den Winter in eine Innenhälterung packe. Ich habe da die Möglichkeit, mit einem 1500 Liter Becken zu arbeiten. Ich habe auch noch so einen Oase-Druckfilter. So einen großen 30.000er, dann werde ich die einfach über den Winter füttern. Und der Dirk sagte auch, wenn man das gut macht und gut füttert, dann kriegt man die schon auf 40 cm über den Winter. Bin ich mal gespannt, ob das so klappt, aber dann wären sie halt in der Größe, wo der Reiher nicht mehr zuschlägt. Sollen wir mal ein bisschen Wasser reintun? Ja. So, ist eine doppelte Tüte. Mal gucken, dass das Gummi nicht flöten geht. Ups, da. Hast du da drauf? Ja. So, ja. Rudi, Fisch für dich. Tüte hier gleich flöten. Und der letzte. Ja. Der Asagi. Der kriegt noch einen ganz roten Bauch. Juhu. We have fish. Ich denke, das wird normal sein. Die werden sich jetzt erstmal ein bisschen verstecken und einfach mal gucken, wo sie gerade so sind. Ne? Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass das Wasser für die noch so ein bisschen trüb ist. Schauen wir einfach mal, ne? Wie die sich hier so machen. Das sieht man ganz gut. Diese Sedimente, die da jetzt noch drin sind, ne? Die werden jetzt ganz gut aufgewirbelt hier. Und das halt hier in der Ecke ist immer ganz extrem, weil hier ist diese Stufe hinter, ne? Da ist die Insel durch befestigt. Und da liegt immer hier wie so eine Bank Sedimente rum. Und da gehen die jetzt natürlich rein und wirbeln das auf, ne? Kann es schön rausgefiltert werden. Wir sind durch eigentlich für heute. Nächste vom Teich wird eventuell sein, vielleicht mal zwischendurch ein Update mit einem anderen Video dran oder wie die Fische fressen und wie es denen so geht. Ne? Da unten sind sie gerade schön. Also 50, 60 kann man noch sehen, Zentimeter, aber dann war es das glaube ich auch. Das nächste wird dann vielleicht sein, dass wir mal anfüttern und einfach gucken, wie die Fische so stehen. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht als gesondertes Video machen, sondern einfach mit einem anderen Video dran. Ansonsten ist ja geplant, dass die über den Winter in eine Innenhälterung kommen. Ich denke, das können wir auch gut zeigen dann, wie wir die rausfangen. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Teich, dann schreibt in die Kommentare. Wir können auch sonst gerne noch mal irgendein Video machen, falls irgendwas noch unklar ist. Checkt mal bei Instagram unsere Beiträge ab. Ich denke, ich werde zwischendurch immer mal Fotos reinstellen. Sea Friendly Reef hat jetzt einen deutschen Kanal. Guckt mal rein, fand ich total gut. Ich denke, das ist immer schön, sowas mal zu empfehlen zwischendurch. Also der hat ein richtig geiles Video mit einem total verrückten Typen gemacht. Wirklich hammermäßig. Der Kerl. Schaut es euch mal an. Neytrop heißt das. Also Neytrop. Finde ich sehr, sehr gut. Schaut mal rein. Ciao.